Herr Bruchmann, es geht wieder los. Bundesliga startet. Was überwiegt denn? Die Vorfreude oder die Enttäuschung? Ja, erstmal ist man jetzt froh, dass es im wahrsten Sinne des Wortes wieder losgeht, dass die, wie man immer sich das wünscht als Funktionär, dass die Berichterstattung sich am liebsten fast ausschließlich um den Sport dreht. Und damit ist man natürlich auch an Ergebnisse gebunden. Auf der anderen Seite ist es auch spannend zu sehen, nicht nur, wie sich unsere Mannschaft zeigen wird, wie sich unsere Mannschaft entwickeln wird, sondern man beobachtet natürlich auch den Markt, was sich tut, wie sind die Mannschaften einzuschätzen. Und ich habe es in der Vergangenheit ja schon einmal gesagt, dass es bis auf 6, 7 Vereine, die sicherlich sich dem oberen Tabellen, der oberen Tabellenregion zurechnen, dass ich glaube, dass 8, 9 Vereine fast auf Augenhöhe um die Plätze kämpfen werden. Und ich denke, dass wir, oder ich habe den Wunsch und die Hoffnung, dass wir uns in diesem Spannungsfeld auch behaupten. Heißt Abstiegskampf für alle? Bayern mal ausgenommen. Ja, nein, nicht für alle. Sondern ich habe hier von 19 Vereinen gesprochen, die dann, wenn die Eigendynamik des Misserfolges einsetzt, gegebenenfalls auch damit rechnen müssen. Denn ich werde ja Ihre Prognosen auch lesen und es wird Ihnen genauso schwer fallen wie mir, die Plätze 18, 17 und 16 in Ihrer Einschätzung mit Vereinen zu versehen. Wie hat sich die Mannschaft aus Ihrer Sicht denn nach der Vorbereitung verbessert? Was spricht für die Mannschaft jetzt, das, auch nach dem Pokal? Ich gehe einfach mal davon aus, dass wir haben René Adler verloren, der aber in der Schlussphase der Saison, wo wir doch recht erfolgreich gespielt haben, schon nicht mehr in der Mannschaft stand. Und wir haben Ostscholek verloren, der aber auch im Wechsel mit Douglas gespielt hat. Also von daher haben wir schon mal den Vorteil, dass wir mit einer festen Mannschaft, mit einer eingespielten Mannschaft, die in der Vergangenheit doch in der Rückserie häufig so zusammengespielt hat, in die Saison gehen. Das ist schon ein Vorteil. Und ich glaube, dass wir uns auch noch ergänzt haben und möglicherweise auch qualitativ ergänzt haben. Aber ich brauche immer ein Jahr, um einen Spieler in seiner Gesamtheit zu bewerten. Was braucht der HSV am Samstag um 15.30 Uhr, um Augsburg zu schlagen? Ja, ich denke, ich kann jetzt nicht über Feindtaktik oder solche Dinge reden, das ist nicht meine Aufgabe. Aber eins ist auch klar, dass wir die Tugenden, die wir in den Heimspielen gezeigt haben, in der Rückserie, denn wir haben ja von 9 Spielen, ich glaube, 6 gewonnen, 2 unentschieden und 1 verloren. Das ist ja ein Indiz dafür, dass die Mannschaft hier zu Hause im eigenen Stadion schon ein klares Leistungsbild anbieten kann. Und wir haben es geschaffen, mit großer Energie, auch gegen starke Gegner, wenn ich nur an Hoffenheim denke, die glaube ich nur ein Auswärtsspiel verloren haben, nämlich hier im Stadion, hat diese Mannschaft bewiesen, dass sie auch Moral und Kampfkraft gezeigt hat. Und diese Tugenden braucht man natürlich unbedingt neben den spielerischen Qualitäten. Aber das sind letztlich Fragen, die der Trainer viel besser beantworten kann. Haben wir auch schon ein bisschen besprochen. Sie wissen, dass Herr Kühne sich was geil geäußert hat. Er hat gesagt, bezogen auf den Poker um Nikolai Müller, nicht kraftvoll genug, entscheidungsfreudig und auf der falschen Chaussee. Das ist schon eine Kritik in Ihre Richtung. Und ja, gut, ich habe den Vorteil, dass Herr Kühne diese Kritik oder diese Wortwahl auch mir gegenüber schon vorher geäußert hat. Und ich auch seine. Herr Kühne ist immer von der Sorge getragen, dass wir nicht schnell genug handeln, und er ist ja auch sehr kraftvoll und energiereich in seinem eigenen Unternehmen. Er trifft dort schnelle Entscheidungen und ist ein extrem erfolgreicher Geschäftsmann, der den HSV liebt und den HSV unterstützt. Es stellen sich ihm aber nicht alle Dinge, die man beachten muss, am Ende beachten muss, stellen sich ihm nicht dar. Das sagt er ja auch selbst, dass er das. Und deswegen sind die Dinge manchmal oft etwas komplizierter. Und wir tragen die Verantwortung für das Ganze und wir müssen immer bei jeder Entscheidung, die wir treffen, die Folgewirkung von Entscheidungen beachten. Und wir leben ja jetzt auch in einer Situation, wo immer wieder auf Spielerverträge verwiesen wird, die langfristig angelegt waren und die auch sehr gut dotiert waren. Daran orientiert sich der Gesamtmarkt bzw. der gesamte Spielerkader. Und da sind natürlich auch doch, was Laufzeit, was Höhe angeht, sind die Gespräche viel komplizierter, und Herr Kühne ist mit dem Herzen dabei und äußert seine Wünsche, aber wir müssen schon das tun, von dem wir glauben, dass es für den HSV auch in der Gesamtbetrachtung richtig ist, und da arbeiten wir sehr verantwortlich, unser Manager in erster Linie,
aber auch mein Vorstandskollege und ich wissen schon, wie wir vorgehen und wie wir vorgehen wollen und dass das dann nicht immer in einem Augenblick entschieden wird, das wird auch in der Zukunft so sein. Wenn Sie das intern mit Herrn Kühne schon besprochen haben, das ist vielleicht trotzdem der falsche Zeitpunkt, dass er das öffentlich jetzt vor dem ersten Spieltag so kundgetan hat. Und das beklagen ausgerechnet Sie, die Herrn Kühne um ein Interview gebeten haben. Da bin ich aber sehr verwundert. Ich frage Sie noch. Hätten Sie doch den Carsten Schmidt oder Burkhard Weber sagen können, weil das können wir nicht machen vor der Saison, ein solches Gespräch. Wenn Sie so eine Feinfühligkeit haben, dann bin ich verwundert, dass Sie mir diese Frage stellen. Naja, aber es ist genug, das um das zu beantworten, aber das selber zu entscheiden. Die Bundesliga ist doch breit aufgestellt und es ist doch... Herr Kühn hat sich schon sehr oft zu Wort gemeldet und nach einer Niederlage gegen Osnabrück, dann habe ich mich ins Auto gesetzt, bin zurückgefahren und habe erstmal 3 Tage die 52 Anrufe der Gebrüder Hesse und was alles auf mich zugekommen ist, habe ich erstmal nicht entgegengenommen, weil ich sonst möglicherweise zu ähnlichen Aussagen gekommen wäre, wie sie Herr Kühne gemacht hat. Ja, jetzt sind wir aber einen Tag vor dem Spiel und da geht der Blick nach vorne. Ansonsten die persönlichen Gespräche mit Herrn Kühne, die sind auch immer getragen von seiner Sichtweise und da spielt ein hohes Maß, eine Liebe zum HSV eine Rolle. Und das weiß man schon, damit weiß man schon umzugehen. Abschließend, Sie haben gerade darüber gesprochen, dass Sie mit Herrn Todt ja eng gemeinsam auch daran arbeiten, mögliche Sachen voranzutreiben. Wie schwer ist das für Sie, dass Sie auch manchmal bremsen müssen, weil es ja auch um Finanzen geht? Der Trainer will natürlich schnellstmöglich seine Mannschaft haben und Herr Todt ist ein bisschen dazwischen. Ja, es ist Verantwortung. Es gibt den Begriff der Verantwortung. Und ich denke, dass meine Aufgabe, Trainerpositionen kann ich einschätzen und die Trainer möchten zum Trainingsauftakt ein komplettes Team haben und möchten alle ihre Wünsche erfüllt haben. Das gelingt keinem Trainer der 18 Bundesligisten. Und wir haben der Vorstand hat die Gesamtverantwortung, damit nehme ich auch jetzt Todt mit hinzu. Und da kommt es eben zu nicht unterschiedlichen Auffassungen, aber da muss man sich dann entlang hangeln und muss dann einen Weg finden, der zum HSV passt und der auch uns die Chance gibt, ein verbessertes Bild in der kommenden Saison abzugeben und daran haben wir sehr vertrauensvoll und sehr gut zusammengearbeitet. Wie sehen Sie denn die Äußerung von Herrn Kühne gegenüber Herrn Gisdol? Sehen Sie das als Kritik? Letztes Jahr hatten wir eine ähnliche Situation. Ja, das hätte ich auch sagen können. Ich wünsche mir auch eine Mannschaft, in der junge Spieler sich weiterentwickeln. Ich wünsche mir auch eine Mannschaft mit Huspe und mit großer Begeisterungsfähigkeit und so weiter. Die Wünsche, die dort geäußert worden sind, die gehen von jedem an den Trainer heran. Man muss halt nur zu unterscheiden wissen, man muss halt nur ein gutes Einschätzungsvermögen haben, was mit dieser Mannschaft möglich ist und was man von dieser Mannschaft erwarten kann. Und das traue ich mir zu, dass ich dieses Einschätzungsvermögen habe. Entscheidend ist ja auch eher, wie man sozusagen dann nach solchen Worten zum Trainer steht und ihn auch unterstützt. Also die Frage von meines Kollegen davor war ja zum Vorjahr. Ich sag mal so, Bruno Labbadia hatte diese Unterstützung möglicherweise nicht. Ich gehe mal davon aus, dass Markus Gisdol sie uneingeschränkt von Ihnen hat. Das weiß ich, aber Sie werden doch nicht ernsthaft glauben, dass ich diese traditionellen Lippenbekenntnisse hier abgebe, bezogen auf den Trainer. Ich lasse mir doch nicht die Trainer, oder es ist gar kein Zeitpunkt, eine Trainerfrage zu stellen vor dem ersten Saisonspiel. Und ist ja nicht nur, wenn ich die Aussage, müsste ich ja jeden Tag, es gibt doch auch bei Ihnen, gerade bei den Medien, auch kritische Äußerungen zu unserer Mannschaft, die dann auch wieder letztlich den Trainer betreffen und wenn man so will, auch den Vorstand betreffen. Man springt nicht auf jeden Kahn, der den Main bzw. hier die Elbe runterfährt. Ja, also, das stellen Sie sich vor, ich würde jetzt sagen, wir stehen hinter dem Trainer vor dem ersten Spieltag. Ja, also, das beginnt ja schon, wäre ja hochnotpeinlich. Das ist doch eine Selbstverständlichkeit. Wir haben den Vertrag 2 Jahre verlängert, weil wir wissen, was Herr Gisdol geleistet hat und was er kann. Herr Bruchhagen, können Sie sich vorstellen, dass in einem deutschen Fußballstadion kontrolliert Pyrotechnik abgebrannt wird oder gehört das für Sie grundsätzlich nicht in ein Stadion? Das Betriebsstättengesetz hat doch eine klare gesetzliche Vorgabe. Und wir sind der Veranstalter. Und wir haben uns daran zu halten, weil wir die Verantwortung haben, wenn wir uns nicht daran halten. Und ich kann mir das nicht vorstellen. Und es ist auch nicht so, dass der Fußball nicht ein schöner Sport ist und dass nicht alle begeistert sind von der Bundesliga ohne Pyrotechnik. Es ist ja nur ein Fetisch. Ein Fetisch, der eine gewisse oppositionelle
Dokumentation der Opposition gegen gewisse Dinge. Ja, Fußballspiele haben den gleichen Reiz und von 100 Spielen finden ja auch 98 ohne Pyrotechnik statt. Und siehe da, es macht keinen Unterschied. Es ist einfach zu gefährlich. Es ist, wenn eine, wir wissen doch alle Situationen, wenn eine Panik ausbrechen kann aus unterschiedlichen fahrlässigen Gründen, was das für Folgen und für Konsequenzen hat. Und, wenn man das weiß, ist es auszuschließen. Und das Betriebsstättengesetz sieht es auch klar vor. Wir veranstalten hier ein Spiel für 50.000 Menschen und haben eine Gesamtveranstaltung. Herr Buchhagen, ferner von Hamburg. Eintracht Frankfurt und Kevin Prince Boateng. Ja. Eine Bereicherung für die Bundesliga, wenn es dann endlich durchgeht? Ja, farbenfroh, sage ich mal. Ne? Kevin Prince Boateng ist ein Spieler, den ich in Schalke ein paar Mal intensiv hat beobachten dürfen. Wenn er gesund ist, kann man der Eintracht nur gratulieren. Und es ist ein weiterer Spieler, der zur Marke Bundesliga passt. Und ich wünsche es ihm und ich wünsche der Eintracht, dass er eben gesund bleibt. Eine Frage noch zu Herrn Kühne. Am Samstag wird ja das Interview bei den Kollegen dann veröffentlicht, das längere. Haben Sie da ein bisschen Bammel, was da vielleicht noch kommen könnte, oder wissen Sie es eh schon? Also Herr Kühne wird nichts sagen, was er mir nicht in einem persönlichen Gespräch am Telefon auch sagt. Also da eine Überraschung kann es da nicht geben. Und der Bammel habe ich davor, dass wir das Spiel gegen Augsburg nicht gewinnen. Ja, aber ansonsten weder vor, bin ich in einem Alter, wo man weder vor Medien noch vor Förderern noch vor anderen. Wir arbeiten hier beim HSV, und das ist besonders herauszustellen, zwischen Vorstand und Aufsichtsrat sehr eng und sehr vertrauensvoll zusammen. Und warum wir was entscheiden, das dokumentieren wir auch und das erklären wir auch. Und da sehe ich auch keinerlei Ansatz der Kritik. Und Bammel habe ich nur vor negativen Ergebnissen auf dem grünen Rasen. Herr Buchan, Ihre Mannschaft hat jetzt auf dem Ärmel, wenn ich das richtig sehe, den Slogan feine Kost. Was müsste denn jetzt aus Ihrer Sicht passieren, dass die Mannschaft diesem Anspruch gerecht wird? Ich bin ja auf alle Fragen vorbereitet, aber hier muss ich sagen, das muss ich mir erstmal durch den Kopf gehen lassen. Ja? Sagen wir mal, das ganz Filigrane habe ich bei unserer Mannschaft noch nicht entdecken können. Aber das ist ja natürlich ein weiterer Impuls, um dahin zu kommen.